Servus, grüß euch alle miteinander. Ich bin heute unterwegs in den Hohen Tauern und bin gerade am Weg auf zum Bruderkogel. Der ist 2299 Meter hoch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ja, bin schon gespannt. Wunderbares Wetter ist vorhergesagt, es ist auch strahlend blauer Himmel und unterm Berg oben ist schon super Sonnenschein. Hier unten ist es sehr frisch, aber sehr angenehm zum Gehen. Es hat jetzt hier unten, ich glaube, zwischen 7 und 8 Grad. Also ideal. Aber es wird sicher noch wärmer werden. Und ich glaube, weiter vorn dann, wenn die Sonne kommt, ja, dann wird es zach. Weil heute haben sie ja doch sehr hohe Temperaturen vorausgesagt. Na gut, also da geht's jetzt weiter und schauen wir, lassen wir uns überraschen, wie der Tag heute wird. Los geht's! Die Wegfindung ist wirklich sehr zart, weil die Beschriftungen sehr klein sind und die Markierungen, Wegmarkierungen, sind so gut wie gar nicht vorhanden oder ganz schlecht. Und jetzt bin ich einen Umweg gegangen. Jetzt bin ich wieder vom Weg abgekommen und jetzt habe ich dann gesehen, dass ich komplett falsch bin. Und das kostet mir jetzt wieder eine halbe Stunde und ja, viel unnötige Energie. Aber ist so. Auf geht's! Ja, das ist der Bruderkogel, Gipfel 2299 Meter. Und weil der Berg der Gipfel der Bruderkogel ist, widme ich den heutigen Gipfelsieg meinen lieben Bruder, dem Marcel. Liebe Grüße an dich und ich hoffe, du hast genauso einen schönen Tag. Hab jetzt den Bruderkogel hinter mir gelassen. Und geht jetzt da weiter aufs Steiner Mandl, das ist da, 2192 Meter, den Gipfel noch mitmachen. Und ja, dann geht es wieder auf den großen Bruderkogel und wieder runter. Und dann sind es insgesamt um die 1400 Höhenmeter heute gewesen. Also, schauen wir uns den Gipfel an.
liebe Kameraden, liebe Freunde, das war jetzt der letzte Gipfel für heute. Reicht, glaube ich, auch. Und ja, jetzt geht es wieder runter für mich. Der Abstieg, die Hälfte ist erst geschafft. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag und ich hoffe, dass ihr den wunderschönen Samstag ebenso gut genossen habt, wie ich es habe. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba, grüß euch.